Hallo und willkommen zu einem Blender Quick Tipp. Wenn ihr so ein Video erstellen wollt, brauchen wir als allererstes ein Objekt. Nachdem wir unser Objekt in unserer Szene haben und alles andere erstmal entfernt haben, brauchen wir eine Kamera. Falls ihr sie gelöscht habt, könnt ihr sie mit Shift-A-Kamera wieder hinzufügen. Als nächstes möchten wir, dass unsere Kamera rotiert um einen Punkt. Dieser Punkt wird ein Empty sein. Shift-A, Empty Plane Axis. Das Ding ein bisschen größer machen. Wir schnappen unsere Kamera und richten sie erstmal grob aus. Das bedeutet, ihr nehmt die 0 vom Numpad und zieht die Kamera so hin, dass sie passt. Wenn ihr euch ganz sicher sein wollt, dass das eine runde Kurve sein wird, dann könnt ihr sie auch hierher ziehen und rotieren. So nach innen ungefähr. Nochmal die 0 anklicken und schauen, dass alles gerade ist. Wenn das soweit passt, nehmt eure Kamera, geht auf Constraints, Add Object Constraint und dann Child Off. Bei Child Off wählt ihr euer Empty aus. Als nächstes haben wir jetzt unser Empty. Wenn wir das in der Z-Achse rotieren, wird die Kamera außen rum fahren. Wir können ein Empty animieren, indem wir hier auf den 0. Frame gehen und als erstes eine Rotation keyframen. Dann auf Frame 120 zum Beispiel und nochmal die Rotation, nachdem wir RZ 360 eingegeben haben, mit I Rotation framen. Dann nochmal kurz gucken, ob die Kamera rumfährt und einfach Play drücken. Wir gucken uns mit 0 an, was passiert. Wir sind komplett im Rahmen, das passt. Das nächste Problem ist, dass beim Ende und beim Start die Kamera beschleunigt und bremst. Um das zu verhindern, müssen wir hier oben in den Graph Editor. Hier oben auswählen, dann Graph Editor. Dann schauen wir uns das Ganze an, damit ihr den kompletten blauen Streifen, der unsere Z-Rotation angibt, sehen könnt. Die Steuerungstaste halten, Mausrad halten und nach unten ziehen. Dann seht ihr beides. Dann klickt ihr hier drauf und schaut, dass ihr die anderen Achsen ausblendet. Dann haben wir nur unsere Z-Euler-Rotation. Klickt auf den Hebel, V drücken, Vektor. V drücken, Vektor und wir haben eine gerade Linie. Wenn wir das jetzt nochmal abspielen, wird sie nicht mehr bremsen. Achtet darauf, damit ihr das 0. und das 120. Frame nicht doppelt habt, dass ihr eure Timeline auf 119 begrenzt. Mit Shift-A können wir Lichter bauen. Hier auf Light und zum Beispiel eine Area anwenden. Ihr könnt jedes mögliche Licht und jegliche Anzahl anwenden. Schaut euch einfach an, was euch am besten gefällt. In meinem Fall möchte ich 2 Planes haben, die gegeneinander Licht werfen. Mit Shift-D können wir Licht einfach duplizieren und mit R wieder in eine andere Richtung bringen. Dann gucken wir uns das Ganze in der Render-Voransicht an. Unsere Licht ist nicht hell genug. Also klicken wir unser Licht an, rechts unten auf die Lampe und hier 500 Watt eingeben. 500 Watt finde ich fast noch ein bisschen zu viel. 250 tun es auch und auf der anderen Seite ebenfalls. Um unsere Animation jetzt noch zu rendern, müssen wir als erstes mal schauen, in welcher Engine wir sind. Aktuell sind wir in der Cycles, ihr werdet standardmäßig auf Eevee sein. Eevee ist sehr viel schneller, sieht aber nicht so gut aus. Ich gehe auf Cycles. Als nächstes möchte ich kontrollieren, welche Auflösung unser Video haben wird. Also gehe ich auf einen Tab drunter und hier haben wir 1920 auf 1080. Ist für mich in Ordnung. Dann gucken wir uns die Frames an, 60 Frames. Bei euch wird es standardmäßig vermutlich auf 30 sein. Achtet darauf, dass ihr MPEG-Videoformat nehmt und nicht standardmäßig irgendwelche Bilder, die voreingestellt sind. Um zu rendern, gehen wir hier rechts oben auf Render Animation. Am Ende liegt das Ganze übrigens dort, wo ihr den Output-Ordner gesetzt habt. Dann schnappt euch das Video und ihr seid fertig.